Ich bin Robert Jeschonek von Nokia und verantwortlich für die Developer in Deutschland. Und wir sind auf der Mobile Tech Konferenz und fokussieren uns auf Symbian und das Symbian Belle Update, was wir im vierten Quartal bringen. Und haben entsprechend die neuen Symbian Belle Geräte auch mit dabei. Das sind vor allem das Nokia 701. Was rein von der Hardware gesehen an das Nokia C7 angelehnt ist, der Nokia C7 Nachfolger, und das Nokia 700, ein Smartphone für eine sehr breite Zielgruppe. Und man sieht es sofort, bei Symbian Belle haben wir eine sehr, sehr neue Sprache der Icons. Die Icons sind runder geworden. Wir haben insgesamt Verbesserungen gemacht, was das Design angeht, aber auch die Performance, zum Beispiel im Wechseln der Seiten, das ist noch schneller geworden. Ich kann mir auch weitere Startansichten einrichten, was ich bei älteren Symbian-Versionen nicht konnte. Und insgesamt eben finden wir, es ist eine sehr schöne und performante Version von Symbian geworden, womit wir glauben, eben sehr viele Smartphone-Einsteiger, Smartphone-Umsteiger eben auch noch für das Thema Symbian begeistern zu können.